So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir ignorieren mal die Gespräche über den Bob da hinten. Ja, welcher Bob? Es gibt so viele auf der Welt, egal. Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Und heute hat der Ramses Schlemmertag oder auch Cheat Day genannt. Deswegen können wir uns heute mal die beste Fanda der Welt gönnen. Denn Fanda ist nicht gleich Fanda. Auch wenn du in ein Restaurant gehst und sagst, ich hätte gerne eine Fanda, und dann tun sie dir irgendwelche billig Orangenlimonade einschenken, wo man das Kotzen kriegt. Das ist einfach nicht dasselbe. Wir waren aber mal in Cheb und da gab es auf jeden Fall blaue Fanda. Da gibt es ja sowieso so viele Sachen. Also irgendwo in der Tschechei gibt es immer Sachen, die man hier nicht kennt. Und da haben wir diese Fanda entdeckt. Die ist in einer blauen Flasche. Sieht aus wie so Zitronenfanda von früher, weil die einfach so weiß ist, wie Spülmittel abgestanden. Fanta Schokata. Ihr könnt auch nichts lesen, was da drauf steht, weil das einfach alles konfus ist. Vielleicht könnt ihr es ja doch lesen. Wir zeigen euch mal kurz die Fanta, wie die aussieht. Also hier normal der orange Deckel. Ich habe hier schön das Bild dabei. Schokata, bla bla bla. Itzofe heißt bestimmt, ich liebe es. Das ist nämlich McDonald's Fanta. Irgendwo dachte ich, ach so, hier unten, genau, das ist original und hier unten steht was Deutsches drauf: Erfrischungsgetränk mit Holunderblütengeschmack mit Zucker und Süßungsmitteln. Der Rest Wasser, Fructose, Glucose, Sirup, Zitronensaft und so weiter hin und her in Hamburg, genau. Wer kennt's nicht? Cheb in Hamburg, die beste Stadt der Welt. Und heute, wie gesagt, haben wir Schlemmertag, Cheat Day. Das heißt, heute muss es kein Leitungswasser sein. Heute gibt es die beste Fanda der Welt. Die möchte ich jetzt mal für euch hier aufmachen. Die haben wir eben noch in den Kühlschrank gestellt. Die stand jetzt 2 Jahre zu Hause rum und hat gewartet auf genau diesen Tag. Und die riecht schon so fruchtig, so süß, so klebrig. Da kommt dir der Mock hoch. Also, die riecht auf jeden Fall richtig erfrischend. Und weil Cheat Day ist und wir dürfen es trotzdem nicht übertreiben, aber wir dürfen cheaten, schenken wir uns mal ein kleines Gläschen ein von der besten Fanta der Welt. Jetzt sieht es aus wie dieser Pfeffi-Likör, den wir letztens hatten. Oh, das Glas sieht richtig toll aus. Da sind überall Perlen. Das sieht man auf der Kamera jetzt leider nicht. Hier sieht alles einfach nur weiß und trüb aus, aber eigentlich hat das voll die Perlen überall. Gönnen uns ein Glas, beste Fanta der Welt, Schokato. Genau, Schokata. Ist egal. Wie Spülmittel auf jeden Fall, aber erfrischend. Erfrischend, kühl, besonders lecker, stramm. Gönnt euch Schokata, Fanta aus der Tschechei oder wo auch immer, falls ihr die hier irgendwo seht. Das ist sowieso diese ganzen Coca-Cola-Produkte auch. Diese Kirsch-Cola, diese Vanille-Cola gibt es überall nur noch ohne Zucker. Wenn du mit Zucker bezahlst du 300 Euro dafür plötzlich für eine Flasche. Jetzt haben wir aber eine Lücke entdeckt. Letztens zwischen den normalen Cola-Flaschen war auch wieder Vanille-Cola mit Zucker. Das müssten sie ja auch mal einführen. Aber ich glaube, für so eine Flasche Fanta bezahlt ja auch fast 3 Euro oder irgendwas. Ich gönne mir auf jeden Fall noch einen. Warum auch immer aus dem Schnapsglas. Das ist hier nicht ersichtlich. Wir haben auch gerade Pizza bestellt. Die Wanni ist nämlich heute da. Wir wollen heute einen Hedge-Abend machen. Alle Hedge-Teile gucken mit Victor Crowley. Das wird bestimmt besonders. 5 Pizzen haben wir bestellt. Darauf nochmal eine Schokata Fanda. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.